Ja, ich bin stolzer Nugget-Besitzer zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, den man sich wohl hätte aussuchen können. Aber so ist es jetzt halt nun mal. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, aber so ist es jetzt nun mal ausgegangen. Was soll's? Das hier ist mein neuer Nugget, gebraucht natürlich, aber für mich nagelneu. Gerade erst erstanden und jetzt schon in Quarantäne. Was soll's? Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit. Davon habe ich jetzt ja erstmal genug, ihn ordentlich einzurichten und alles auszuprobieren. Vielleicht werde ich auch schon eine Nacht Probe schlafen. Und jetzt zeige ich ihn euch erstmal ja, ausführlich. Und später werden wir ihn vielleicht noch gemeinsam einrichten. Ich habe nämlich auch schon einiges für die Einrichtung gekauft. Also kommt mal mit. So, wie erwähnt, mein neuer Nugget eben. Übrigens habe ich extra eine Anhängerkupplung hinmachen lassen, weil ich denke, ich werde die Radl auf meinen alten bewährten Radlträger tun. Hier ist die Markise und dann kommen wir auch schon ins Innere. Oh, zu. Nicht so gut. Ja. Und hier das bekannte Wohnmobil öffnet dich Geräusch. Schuhe lasse ich mal außen. Kriege ich nachher nasse Socken. Aber was soll's. ja, das ist mein Nugget. So wie jeder andere Nugget von innen, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Noch ist alles absolut leer. Also wirklich alles komplett leer. Da räumen wir später mal ein bisschen ein. Aber vielleicht sollte ich vorher auch noch eine Runde durchwischen. Was ist das? Also ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Sieht aus wie irgendein Politurmittel. Keine Ahnung. Aqua. Das Wasser anscheinend. Na gut. Hier ist noch irgendwas. Das Dumme ist nämlich, dass ich keine Einführung bekommen habe, sondern nur eine Übergabe, weil das jetzt schon in Corona-Zeiten war. Und dementsprechend habe ich einfach nur den Schlüssel bekommen, ohne direkt Kontakt zu einem Mitarbeiter zu haben, was natürlich absolut sinnvoll ist und ich das auch total unterstütze, deswegen habe ich da nicht rumgetan. Aber dementsprechend habe ich überhaupt keine Ahnung, muss ich gestehen, muss mir jetzt noch einige Videos anschauen und die Gebrauchsanweisung lesen. Gebrauchsanweisung halt einfach der Betriebsanleitung vom Auto und dementsprechend werde ich hoffentlich einiges rausfinden. Aber erstmal ist das hier alles komplettes Neuland für mich. Im Moment sitze ich in der Küche quasi, hocke ich in der Küche und ja, ich bin stolzer Nugget-Besitzer zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, den man sich wohl hätte aussuchen können. Aber so ist es jetzt halt nun mal und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern lassen. Jetzt heißt es einfach nur hoffen, dass die ganze Corona-Krise schnell vorbeigeht, möglichst wenig Leute schlimm betroffen sind und dann Vollgas losgelegt werden kann mit den coolen Touren, die wir eigentlich geplant hätten. Aber davor eben werde ich jetzt alles mal mit euch durchgehen, einrichten. Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps geben und helfen. Ich muss auch noch die Gasflasche kaufen. Hoffentlich kann ich die online bestellen. Dann könnte ich zumindest auch schon mal Probe kochen und Probe schlafen im Garten. Aber was soll's? Ich meine, besser als nichts. Ich habe im Nugget-Forum auch gelesen, dass einige Homeoffice im Nugget machen. Da wäre ich ja auch voll dabei. Werde ich vielleicht mal testen. Und dementsprechend, ja, willkommen in meinem neuen Zuhause. Obwohl ich natürlich komplett gereinigt bei der Übergabe ausgemacht habe, hat das nicht so toll funktioniert. Also hier hat kein Mensch auch nur irgendwie durchgeputzt. Das ist schon mal eindeutig. Und die Lichter gehen auch noch nicht. Ich nehme aber an, da ist einfach nur die Sicherung ausgeschaltet. Wer sich jetzt wundert, warum die Matratze hier so komisch drin liegt, das ist nicht die originale Matratze, sondern irgendeine andere. Die originale bekomme ich noch, aber die war nicht mehr lieferbar und dementsprechend muss ich darauf leider noch warten. Deswegen liegt die jetzt so wie bestellt und nicht abgeholt, hier unaufgeräumt, in meinem wunderschönen Nugget. Ja, ansonsten schauen wir einfach mal weiter, was es noch so zum Sehen gibt. Hier, boah, es ist echt dreckig. Also ich finde das wirklich sehr schade. Ich habe zwar jetzt genug Zeit, das selber zu machen, aber ausgemacht ist ja irgendwie auch ausgemacht. Cooler Spiegel mit irgendeinem Essensrest. Feine Sache. Hier hinten.
Platz für Essen. Und hier der wohl größte Schrank, wo auch noch irgendwas drin ist. Mal schauen, was das jetzt noch ist. Also ihr seht, ich habe wirklich noch überhaupt keinen Plan. Aber das werden wir doch irgendwie rausfinden können. Ein Stück Holz. Und ich nehme an, das gehört noch zum Radelträger. Interessant. Aber ich weiß nicht, wozu. Und noch ein Schränkchen hier unten. Das ist zumindest leer. Ja, dann irgendwo muss die Gasflasche rein. Das ist die Kühlbox. Klar. Und das hier zum Kochen. Auch bekannt. Und darunter wird vermutlich irgendwo die Gasflasche rein müssen. Ich tippe jetzt einfach mal auf hier oder hier. Aber wissen tue ich es wirklich. Ja, dann wohl hier. Okay. Schade, dass wir keine drin haben. Wie haben die denn gekocht? Naja. Und das ist noch dieser Klappschrank. Da ist noch diese Dusche drin. Wobei ich nicht vorhabe, da draußen zu duschen. Dafür gibt es doch Bäche und Seen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da hinten diese Heckklappe, die habe ich neu bekommen, weil die komplett wellig war. Die haben sie irgendwie hingekriegt. Fragt mich jetzt aber bitte nicht, wieso das eine geklappt hat und das andere nicht. Ah, super, das hier hätte eigentlich repariert gehört. Wurde nicht gemacht. Ja, läuft bei mir. Aber ich meine, das sind alles Kleinigkeiten, das ist auch klar. Hier liegt dann eben schon der Kinderstuhl drin, der ist schon von mir. Und dann Cockpit, alles ganz standardmäßig, würde ich jetzt mal behaupten. Aber schon echt cool. Hier hat irgendjemand an der Handbremse genagt, was auch immer da gemacht worden ist. Echt seltsam, aber gut. Ah, oder das ist vom Stuhl umdrehen, könnte vielleicht auch sein. Da habe ich mich schon eingeräumt. Pinke Parkscheibe, Kettenöl und Seifenblasen. Und hier im Handschuhfach bin ich auch schon ein bisschen vertreten. Das hier, das sind die Muttern für die Winterreifen. Sommerreifen nehme ich an. Jetzt sind Winterreifen montiert. Und Getränkehalter. Naja. So, da sitze ich auf dem Beifahrerstuhl. Und ja, noch irgendwie bin ich so ein bisschen gedämpft, weil einfach schlechte Zeit jetzt. Und ich bin einfach auch echt enttäuscht, obwohl das sogar auf dem Kaufvertrag draufsteht. Also ich werde mich natürlich mal nochmal rühren. Vielleicht können die das zumindest dann nachträglich nochmal irgendwie machen. Aber ich finde es sehr schade. Ich habe es gestern natürlich schon gesehen, aber nur auf die Schnelle. Und ich meine, dann hätte ich ihn entweder jetzt nicht holen können und jetzt gibt es ja dann die komplette Ausgangssperre. Und dann hätte ich ihn halt nicht im Garten stehen. Oder aber ich habe ihn jetzt halt geholt und er schaut jetzt nun mal so aus, wie er eben aussieht. Aber ich finde es trotzdem schade. Also wozu mache ich dann was aus, wenn es dann nicht funktioniert? Doof. Ja, nachdem ich mich jetzt ein bisschen durchgewühlt habe und wirklich enttäuscht bin, wie dreckig das Auto ist. Aber gut, das hatten wir jetzt schon. Habe ich auch gerade die Bank mal hochgeklappt. Da sieht man jetzt hier noch ein großes Staufach unter der Bank. Natürlich super praktisch, weil ansonsten ist es ja kein Riesencamper. Hat man relativ wenig Platz, sag ich mal. Wenn das nachher alles eingeräumt ist mit Töpfen und Tellern und so, werdet ihr verstehen, was ich meine. Ich kenne ja das viel größer und ein paar Sachen braucht man einfach, wenn man unterwegs ist. Und ja, dann ist es halt auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man hier nochmal richtig viel Platz hat. Weil alleine, wenn man überlegt, Radhelm, Radschuhe, das Zeug braucht schon echt auch viel Platz. Dann natürlich irgendwie, ja, noch ein paar Wechselanziehsachen, was Warmes und so. Und dann hat man gleich mal ein bisschen was beieinander. Aber jetzt baue ich erstmal noch kurz den Kinderstuhl fest drauf. Und, oder mache ich das überhaupt? Nein, ich glaube, ich stelle ihn erstmal vorne hin. Lassen wir das sein. Und dann geht's mal Richtung Kübelchen vorbereiten, durchputzen und später dann eben einräumen. Sehr geil. Kommt mit, bleibt dabei. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas über die Nugget wisst, Erfahrungen habt, aua, er reißt mir meine Haare raus.
dann sehr gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt um jede Hilfe, jeden Tipp super dankbar. Ich bin natürlich im Forum, ich lese da auch schon einiges, aber aus erster Hand ist immer am besten. Und genau, wenn das Ganze dann vorbei ist, vielleicht kann man ja mal irgendjemanden treffen, der wirklich schon ein Nugget im Betrieb hat oder hatte. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, dala, und los geht's. Schauen wir mal, ob wir danach ein grundlegend anderes Ergebnis sehen. Vom Plan her werde ich einfach mal von oben anfangen, alles zu putzen und mich runterarbeiten. Und zum Schluss natürlich den Boden putzen. Das ist eh logisch, wie halt im Haus auch. Und dann hoffe ich, ich komme mit einem Kübelchen aus. Sonst muss ich nochmal rennen, aber wahrscheinlich werde ich eh nochmal rennen müssen. Naja, egal. Schauen wir mal. Es regnet nämlich draußen. Beim Radlfahren schreckt mich das weniger, muss ich gestehen. Also zum Teil, muss ich zugeben, ist es auch nicht so dreckig. Ganz witzig verteilt. Zum Teil voll und zum Teil gar nicht so. Aber wurscht, jetzt machen wir alles sauber. Hier drum ist es richtig dreckig. Zum Beispiel jetzt wieder. Da sieht man es jetzt wieder mehr. Dass es echt dreckig ist. Und andere Sachen sind aber quasi fast sauber. Ich weiß nicht, ob das vorher genug aufgefallen ist, aber hier hinten sind dann nochmal so Fächer und das ist natürlich super cool, um das nachher gut einzuräumen, sodass man auch wirklich überall rankommt und einem nicht immer alles entgegenkugelt, wenn man dann mal den Schrank öffnet. Also von dem her, ich echt sagen, super durchdachtes System. Zeit, Spiegel zu putzen, würde ich sagen. Wisst ihr übrigens, ob das normal ist, dass da zwei Spiegel drin sind? Also ich dachte immer, es gibt nur diesen hier. Zum Campen wäre das in meinen Augen auch ausreichend. Wobei ich den anderen witzig finde. Aber bin ich sicher, ob das nicht Marke Eigenbau ist vielleicht. Oh, dick darf man hier nicht sein. Und dem hier, dem gönne ich jetzt einen Gang durch die Spülmaschine. Damit haben wir einmal durchgewischt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, mittlerweile ist im Bus alles getrocknet und sieht dementsprechend jetzt auch echt gut aus. Und jetzt wird es langsam Zeit zum Einräumen. Da seht ihr mal, was ich schon alles vorbereitet habe. Und das werden wir jetzt dann gemeinsam unterbringen. Und das wäre eben diese Folie, die gibt es beim IKEA zum Beispiel und kann man eben zuschneiden. Das habe ich im Forum gelesen, dass das gut wäre. Schauen wir mal. So, Schritt für Schritt zum Campingglück oder wie heißt das so schön? Ich habe jetzt schon mal den Träger weggemacht. Den verkaufe ich übrigens, weil ich ja eben mit dem mit der Anhängerkupplung weiterfahren möchte, den ich auch beim normalen PKW schon hatte. Und dementsprechend ist jetzt hier schon geöffnet. Ziehen wir mal das aus. Ist gar nicht so warm hier bei uns. Aber auf jeden Fall gibt es sonst auch stärkere, wie heißen die? Kofferraumöffnungs. Na, ihr wisst schon. Auf jeden Fall gibt es davon auch stärkere. Dann würde das trotzdem Heckträger offen bleiben. Bei mir ist es jetzt aber nicht der Fall, deswegen habe ich den jetzt schon mal runtergemacht. Sonst konnte man die Heckklappe nicht offen lassen, was echt nervig ist. Und jetzt seht ihr mal von hinten rein. Ach so, sollte ich vielleicht umdrehen. Jetzt seht ihr mal von hinten rein. So sieht mein gutes Stück nun aus. Anhängerkupplung seht ihr auch. Und genau, das ist jetzt eben dann die Küche. Der Kühlschrank ist noch offen, damit der ein bisschen austrocknen kann. Da sind diese gefundenen Reifenheber, die kann man ja irgendwie immer brauchen. Und Bett, wisst ihr ja, ist nicht ganz runtergeklappt, nicht ganz zusammengeklappt, weil die Matratze eben nicht stimmt. Aber das haben wir ja alles schon
gesagt. Und jetzt machen wir uns mal an die Schränkchen und zum Einräumen, würde ich sagen. Hier diese anderen beiden Teile für den Radlträger hole ich jetzt auch noch raus, weil die brauche ich schließlich nicht mehr. Ach ja, und oben diese beiden Teile, die sind vermutlich festgeschraubt mit den Schrauben hier, weil sonst wüsste ich nicht recht, wie sie befestigt sind. Und das lasse ich jetzt erstmal so. Werde ich vielleicht dann beim Service abbauen lassen. Oder wenn eben sich schon vorher jemand meldet zum Kaufen, dann muss ich es wohl vorher abbauen. Aber dabei bleibt es mal wie am Boot. Betreten wir das gute Stück barfuß. Schuhe müssen also draußen bleiben. Mal sehen, ob ich immer so motiviert bleiben werde. Aber das wäre zumindest mal der Plan. So, dann können die beiden Teile jetzt raus. Und dann machen wir uns auch wirklich ans Einräumen. Aber das ist ja verschenkter Platz. Brauchen wir ja schließlich, wie gesagt, erstmal nicht. So, dann wühlen wir uns mal durch die guten Sachen, würde ich sagen. Und zwar haben wir da einmal das ganze Küchenzeug. Das gehört definitiv mal hinter. Dann den Frischwassertank, auch zum Befüllen von meinem Wasser, hätte ich gedacht. Der kommt dann später unter die Bank. Kann ich aber noch nicht klappen. Das Campinggeschirr, also Töpfe meine ich, die kommen auf jeden Fall auch irgendwo in den hinteren Teil rein. Dann hier diese ganzen, ja, es hat irgendeinen Punkt fixiert, nur nicht. Irgendwas anderes. Die ganzen Reiben und so, das gehört alles hinter. Die Warnweste, die ich halte, die schmeiße ich vorne rein. Da war sie beim Citroën auch schon, das hat nicht geschadet. Mein iPod-Kabel, iPod, also Handy-Kabel, kommt ins Handschuhfach. Darf also auch mal nach vorne. So. Wenn ich nichts mehr finde, kann ich mir dann ja das Video anschauen. Sehr praktisch. dann hier, sehr cool, das muss ich mal umdrehen. Die I Love Camping Matte. Ups. Ja, die I Love Camping Matte. Mega, oder? Sowas braucht man. Vor allem, wenn man sowieso nicht mit Schuhen reingehen will. Aber kann ja nicht schaden. Ah, wunderbar. Dummheit hat einen Namen. Egal. So. Schauen wir mal das ganze andere Zeug rüber und schauen uns mal an, wo das alles hin könnte. Ich mache jetzt hier doch mal zu, damit ich ein bisschen Platz zum Abstellen habe. So. Und zwar die Kaffeemaschine. Die ist schon mal zu dick. Hier hätte sie theoretisch Platz. Ich glaube, da schneide ich dann diese Dinger unten drunter zu, damit es nicht so scheppert beim Fahren. Ich bin echt noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie das alles laufen soll. Auf jeden Fall habe ich noch Müllbeutelchen, die braucht man ja schließlich immer. Noch mehr Küchenrolle. Die passt aber leider auch nicht so recht da hinten rein, vielleicht die angefangene. Ah ja, die angefangene, die passt. Ich habe auch einige Leute gesehen, die haben sich hier so eine Befestigung hingemacht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Da muss ich mal noch genauer schauen. Das ist dann das Kinderessenzeug. Die Erwachsenentassen. Ich weiß nicht, ob das so fahrtauglich ist, wenn ich hier... Riesen. Cappuccino, weil das hier die Cappuccino-Maschine, ohne dass man tatsächlich dahin machen kann. Messer und Schere. Wer braucht schon Gabel und Löffel? Deo, ganz passend zu dem anderen Zeug. Die Wasserwaage. Eines jeden Campers nötiges Utensil. Ah, die ist magnetisch. Stimmt, da war doch was.
können wir sie vielleicht schon irgendwo hinpinnen, ob der Parkplatz hier eben ist. Müsste man noch was Magnetisches finden. Gar nicht so einfach. Dann aber tatsächlich noch wichtig, Stromkabel. Das ist noch die Anleitung von der Espresso-Maschine. Und der Adapter. Das ist übrigens noch original vom Papa, weil das haben wir zum normalen Campen auch immer dabei gehabt, ich mit meinen Mädels dann. Deshalb alles noch original. Und ich hoffe, aber ich gehe davon aus, das passt hier dann auch alles irgendwie. Ikea wäre, dann hätte es wenigstens den Schraubenzieher schon mit dabei. Keine Chance ohne Schraubenzieher. Doch kacke. Ah nein, überhaupt keine Chance ohne. Ich habe nämlich vielleicht gestern ein Tool hier reingeräumt. Nein, das ist falsch rum, oder? Hört wahrscheinlich eher so rum. Aber gut, Ausstattung als Camper ist mir natürlich wichtig. Spaß, das hatte ich schon vom Radfahren im Citroën. Können wir gleich den Fehler beheben. Also versuch mal den Schmarrn mal wieder einzupacken. Das gehört vermutlich innen drauf. Das da innen rein. Das dann wahrscheinlich auch noch da rein. Und der Rest dann so ungefähr. Naja. Bleibt mit der Kette übrig. Also mit diesem Griff bin ich auch viel zu groß. Nein. Was ich auch fast vergessen hätte, ist dieses Kühlschrank wieder aufzumachen. So. Ja, das sieht doch ganz vernünftig aus, alles zusammen. Und jetzt ringe ich mich noch durch und packe die Tellerchen auch noch aus. Weil dann kann es nämlich eigentlich wirklich losgehen. Es macht ja keinen Sinn, wenn die Sachen eingepackt sind. Er hat gar keine Schuhe an. Super. Ich habe ihm jetzt gar keine mitgegeben. Kannst du das schon mal rausmachen? Mit dem zusammen oder mit dem Schuh hinlegen? Ja, ich kann das. Und dann gerne rein. Ja. Ach so, ich hätte gedacht, das habe ich noch bei mir im Auto noch. Nein. Okay, und ich hätte schon gedacht, das ist zu groß. Das ist ja winzig. Das ist ja winzig. Das kleine Stückchen da. Oh mein Gott. Ich bin eigentlich schon fertig. Das ist ja winzig, kleiner Scheißer. Wir sind die Fußbodenheizung, ich habe keine Ahnung. Ihr seht, kaum hat man die Arbeit erledigt, kommt der Rest vom Schützenfest. So geht's mir. Welche Arbeit? Oh! Oh, Mieps! So geht's mir schon den ganzen Tag. Das ist Qualität. Du bist so tapfer, kleiner Schatz. Ja, du bist so tapfer. Okay, also ausprobiert, funktioniert.
Ist wirklich noch mal gut hier? Nicht. Ja, okay. Qualität gut. So, also, wir haben jetzt hier die Töpfe, die Tellerchen und hier hinten eine ganze Armada an Zeugs. Vielleicht kommt aber das noch da hoch, damit das hier nicht so dagegen schlagen kann. Oder hat noch mehr Platz da oben. Dann hat hier wieder Platz. Eieiei, ihr seht, es ist noch nicht endgültig durchdacht. Das System ist ausbaufähig. Aber zumindest hat es mal begonnen. So, und so sieht das Ganze mit ausgeklappten Bettchen aus. Da habt ihr wieder die Küche und hier eben das Bettchen. Mit echt viel Platz hier oben. Ich bin absolut begeistert, wie viel Platz man hier oben hat. Achtung, der Mieps! Und übrigens, von hier sieht man gar nicht, dass jemand oben schläft, was ich auch ziemlich witzig finde. Und jetzt wird wohl eine Runde gefahren, wie es aussieht. Wir gehen auf Spritztour. Wo fahren wir hin, Spritz? Nach Italien zum Gardasee. Erstmal wohl nicht. Ja gut, dann Spanien. Erstmal auch nicht. Der Iran soll zu dieser Jahreszeit ganz gut sein. In Griechenland sitzt der bekannte Virologe, vielleicht fahren wir dahin. Dann bleiben wir einfach im schönen Österreich. Hier gibt es ja auch viele Orte. Ja, das war's erstmal. Wir sind soweit fertig eingeräumt mit dem, was wir bis jetzt haben. Die Campinggasflasche habe ich mittlerweile übrigens auch schon bestellt. Das ist irgendwie die 907, heißt die, glaube ich. Mal schauen. Der Kleine ist auch ganz neugierig, was da passiert. Und ja, wenn es irgendwie Tipps oder Anregungen gibt oder auch ein Video, das wir für euch drehen sollen und wenn es ein Handstand hier drin ist, sagt Bescheid, weil sonst ist ja nicht viel, was man im Moment treiben darf. Und von dem her, ja, bereit für alle möglichen Schandtaten. Genau, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen, wird uns trotz aller Sachen sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, wie gesagt, wenn es irgendwelche Videowünsche gibt, die Vicky hat jetzt schon eine Sportroutine abgedreht. Jetzt wird gehupt. Naja, machen wir schnell mal Schluss, bevor wir hier noch Ärger mit den Nachbarn kriegen. Aber zumindest dürfen die ja nicht so nah ran. Deswegen können wir so tun, als ob wir sie nicht verstehen würden. Nein, Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.